Ja, moin Leute, heute mal unterwegs mit dem Robert und mit dem Jens. Eine kleine Spritztour machen nach Gramko und nach Wismar. Ja, ich werde heute gar nicht so viel erzählen, aber ihr werdet mich trotzdem mal zwischendurch hören. Viel Spaß mit dem Video. Boah, gleich Werbung machen fürs Car Center. Ja. Damit ihr nichts mehr verpasst, natürlich unbedingt meinen Kanal abonnieren. Mal gucken, ob er mich erkennt. Das ist ja das Gefährliche an der Sache. Das sind übrigens die gleichen Karts, oder es ist von derselben Flotte aus Schwerin wie die von Hansa Go-Kart. Ja. Der hat nämlich die andere Hälfte gekauft. Krass. Ja. Hast mich wieder erkannt, ja? Ja. Wenn eine Kamera auf dem Kopf hat, weiß Bescheid. Was hast du? Ob du mich wieder erkannt ja, hast? Ja, habe ich. Ja, ja. Sehr gut. Schon gehört, Julian war hier, von dem ich dir auch erzählt Zwei hatte. Tage später. Ja, und der hat da natürlich gleich wieder getoppt, ne? Zweimal. Oder dreimal sogar. Was ist der denn gefahren? Er meinte 1890. Und der ist zweimal noch unter deinem gefahren. Oder dreimal. Ey, wie lange fahrt ihr? Halbe Stunde. Yes. Alles aus als die anderen beiden? Ja, er ist noch nicht so erfahren wie wir beide. Aber Karten haben das schon, ja. Öfter schon, ja. Arbeit ja. Auf einer Karte. Also weißt Bescheid, 18909 ist der Weg. 18909. Okay. Ist die Arbeit heute oder was? Ne, ich hab, also wir haben alle drei frei heute und haben uns mal gesagt, lass doch dann noch mal hin. Gucken, was der Julian noch so gemacht hat. Ja, der kam ja gleich an da. Dann fand ich immer gleich, ja, was hast du denn da gemacht? Warum bist du denn so langsam? Wer hat das gesagt? Sein Fadi. Ach so, zu dir? Ja, ja, klar, zu mir. Aber auf jeder Strecke, wo er war, war er schneller als ich. Ja. Ich meine, 20 Kilo macht doch nochmal was aus, aber... Jo, hüpfen wir mal auf die Strecke. Ja, alle, die meine Videos natürlich schon kennen, auch das aus Gramko, das heißt Bahnrekord. Die kennen die Strecke jetzt natürlich schon. Ja, Jens und Robert wollten aber gern mit mir da nochmal hin. Und da Wismar ja auch um die Ecke liegt, haben wir gleich an dem Tag beide Strecken gemacht. Und ihr seht jetzt nur ausgewählte kleine Rundenausschnitte, wie ich zum Beispiel jetzt Robert überrunde. Kann ich euch schon sagen, das waren 7 Überrundungen an der Zahl innerhalb von einer halben Stunde. Und einmal habe ich tatsächlich sogar geschafft, den Jens einzuholen. Und der ist ja nur echt nicht langsam. So, und gleich zeige ich euch natürlich noch einmal meine schnellste Runde an dem Tag. Ja, wer meinen Bahnrekord noch kennt, der war auch unter 19 Sekunden. So, an diesem Tag war es jetzt super warm. Fühlte sich irgendwie trotzdem sauschnell an. Aber gut, wer kann schon ganz genau sagen, ob es ein 2 Zehntel langsamer oder schneller war. So, an dem Tag war es auf jeden Fall nur in Anführungsstrichen 19.182. Ja, und was das wert war im Gegensatz zu den anderen zwei Jungs, ja, zeige ich gleich und blende ich euch gleich oben rechts einmal ein. Oh, hier lässt der Jens mich vorbei. Hat es schon angezeigt. Und jo, wir haben die Karts jetzt nicht getauscht an dem Tag, weil dann hätten wir ganz genau gewusst, ob nicht vielleicht eins schneller läuft als das andere. Aber... Kleiner Spoiler, in Wismar haben wir es getan. So, das war die letzte Überrundung. Und hier oben rechts könnt ihr einmal sehen, wie die Unterschiede zwischen uns waren. Sorry. Hey. Schöne Fehlzündung. Okay. Oh. Jetzt erinnere ich mich wieder, dass die anstrengender ist. Ich scheiß bei euch nach 8 Minuten ab. Ja? Ja. Ja gut, wir fahren aber auch ein bisschen öfter, ne? Bei euch bestimmt, ja. Ja. Das waren die 180er bei dir. Ja. Ja. Weil ich habe
tatsächlich, Kurvenausgang, bist du mir ein bisschen weggezogen, aber hier unten auf der Geraden bin ich wieder rangekommen. Also die 2 läuft auf der Geraden ein bisschen schneller, läuft aber von unten raus nicht so gut, finde ich. Also es ist eine Kunst, hier die Drehzahl nicht zu verlieren. Ja. Wenn die einmal im das Keller ist, dann guckst du so auf die Uhr und denkst so, oh. Ja. Und weiß nicht, ob es gereicht hat. Langsam waren die kurz vorher. Langsam waren wir nicht? Dann geht's einfach mal. Fahrt ihr nur hier oder fahrt ihr noch nach Wismar? Wir fahren jetzt noch nach Wismar. Ja. Wow. Jetzt wo ich Schrott bin. Das, also, also ich glaube, Wismar ziehst du mich ab. Da bin ich überzeugt. Ich kapiere diese Strecke einfach nicht. Also hier, das macht schon Spaß. Das hat was erstmal, also hier, ne? Wenn du das erste Mal da rumkommst, denkst du so... Wie geht das? Gerade hier, ne? Ich saß hier vorhin im Park. Alter, wie soll das hier voll gehen? Ja? Aber ist easy. Und da dachte ich auch wieder, das erste Mal, als ich da lang bin, ganz schön eng die Stelle. Ne. Aber nachher mit Grip... Hier ist nur die Bodenwelle unten. Die ist ein bisschen nervig, sag ich. Genau. Und in Stralsund war es auch noch. Ja. Nach dir. Ja. Damals. Da war ich bis Julian da, war auch Jahresschnellster noch. Ja? Ach, der ist danach auch noch wieder hingegangen. Der klar. Wenn der meine Videos sieht, dann sagt er, aha, die 2, das ist klar, kann ich. Aber ich gehöre jetzt bei dem, wenn ich jetzt Karzern Rostock mal sehe, gehöre ich noch nicht zu dem schnelleren Drittel. Was ist denn Drittel? Ja, von 20 Leuten ungefähr. Da bist du noch nicht drin. Von 20 Leuten bist du nicht im ersten Drittel. Ja. Leistungsdichte ist so extrem da. Und deswegen, ich habe das ja immer, ich glaube, ich habe ja da gelernt, ich kannte nur die Strecke. Ja. Und dann fährst du irgendwo anders und bist auf einmal ganz vorne. Und denkst du, ey, hat nicht gereicht, wie ich sehe. 19.1. Ist auch zu warm. Verdammt! Was bremst der hier? Glocke. Das schaffst du schon. Na Jens? Fit und bereit für die nächste Bahn? Sicher dat. Sehr schön. Moinsen! Wir fahren auch mit Kuchen, das ist kein Problem. Das macht ja auch am meisten Spaß. Na geht. Weil man damit, wenn du nur noch kann, stehst, dann... Wenn du Angst hast, dass die Dinger auseinanderfallen, dann ist erst richtig. Dann alles, was klappert, ist noch dran. Das hat meine Mutti mir immer zu meinem Auto gesagt. Ja, ja. Ich sag mal, das quietscht und klappert, also ist doch gut, ist doch noch dran. Ja, haben wir auch noch. Ja, genau. Ist das nicht andersrum eigentlich? Nein. Nee, so ist richtig rum. Du sollst ja nicht mit dem Nacken. Damit du nicht so machen kannst. Wir haben die nur am Aus Schwerin mitgenommen, aber seitdem liegen sie da. Wir haben sie auch nur mitgenommen, weil sie kostenlos waren. Schön. Ja, Schwerin ist ja zu. Lübeck ist zu. Ja, die sind alle am Sterben, die Kartbahn. Die nächste Freizeitbeschäftigung, die in Schwerin weg ist. Kannst du ja ans Easy Jump fahren, in der Trampolinhalle. Wie, er hat erstmal einen Polstersitz, oder? Haben alle. Tatsächlich. Block hat 9 ist der härteste Sitz. Der tut schon weh. Toll. Und nein, ich mit meinem schön. Rücken. Das passt so. So, welche habe ich? 9. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Also so wie jetzt, die 1 steht ganz oben und die 9 ganz unten. Das hast du schon gut erkannt. Er wollte mir sagen, dass ich langsamster bin. Das habe ich schon verstanden. Was ist da ganz rechts? Ist das die jetzige? Ganz rechts ist die beste Rundenzeit. Ja. Und links ist die du gerade aktuell fährst. Übrigens die Kurve, die ich immer vermasse. Welche, die erste? Ja. Welche von den allen? Ich finde die erste ist immer am besten irgendwie. Ja, die macht auch am meisten Spaß, aber ich bin sie immer falsch gefahren. Guckst du etwa meine Videos nicht? Video. YouTube-Videos. Ja, dann mach mal richtig fett Werbung für uns. Habe ich doch schon. Echt? Ja. Hasi. Geht los? Geht los. Und jetzt halbe Stunde oder Viertelstunde? Viertelstunde. Jo, da bin ich wieder. Schauen wir uns einmal jetzt die Strecke in Wismar an. So, die Kurve, nochmal ein kleiner Spoiler, habe ich tatsächlich irgendwann im Laufe der halben Stunde mal hinbekommen. Wir wechseln nach einer Viertelstunde die Karts, also Jens und ich zumindest. Ja, und dann kann man auch eher einmal vergleichen, ob man jetzt ein schnelleres oder ein langsameres Kart hatte oder ob ein Kart einem besser liegt als das andere und so weiter. Ja, das ist eine Strecke, es war jetzt nicht im Video zu sehen und zu hören, aber Wismar habe ich immer so meine Probleme mit, da ecke ich immer irgendwo an.
Genau, zu dem Zeitpunkt war Jens einfach mal schneller als ich und da habe ich ihn mal vorbeigelassen. Und er sagt, komm mit. Ich habe gedacht, jo. Gar nicht so einfach gewesen, ihm da zu folgen. Aber er zog mir dann im Laufe der Zeit auch gar nicht mehr so weit weg. So, das ist jetzt die schnellste Runde, die ich im ersten Turn gefahren bin. Und auch mit diesem Kart gefahren bin. So, immer versuchen, die Drehzahl nicht in den Keller fallen zu lassen. Das war die hohe Kunst auf dieser Strecke. Wenn das einmal passiert, dann war die Runde auch schon wieder dahin. So, jetzt laufen wir auf Robert auf. Der lässt so fair vorbei, dass wir gar keine Zeit verlieren. Das ist natürlich schade für ihn. Weil er hätte eigentlich noch eine halbe Runde warten können. Jo, das waren auch schon die ersten 15 Minuten. Viel mehr war leider nicht zu sehen. Ja, ist doch noch mal einer ausgepackt. Oha. Eine 12 noch. Ja. Warum habt ihr jetzt den Arm gehoben? Das machen wir so, wenn Gelblicht an ist. Ja. Wir signalisieren damit der Rennleitung, dass wir es gesehen haben. Okay. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon schneller als beim letzten Mal. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt mit dem Sitz, ne? Sehr eng und hoch. Ja, also die sind aber... Aber man rutscht halt nicht. Ohne Scheiß, setz dich mal klar gleich rein. Ja, wir tauschen ja eh. Ach, du willst tauschen, ja? Ja, nicht? Können wir machen. Ja, siehst du auch, so dieselbe Zeit. Willst du weiter die 6 fahren? Ja, mir ist egal. Ich dann probiere ich mal die 1, dann haben wir nämlich mal einen Richtwert. Ja. Ja. Dann könnt ihr daraufhin die Karts einstellen. Ich kann mal fragen, was ihr beide liebt. 76 fahrfähig. Ja, umso. Ich wieg 97. Ja, das sieht man nicht. Viel schwerer. Sieht man nicht. Ah, das Charmeur. Aber ich habe Robert nur einmal überholt. Ja, ne? Ja. Was heißt denn nur? Du wirst auf jeden Fall schneller, wollte ich damit sagen. Vielleicht, vielleicht ist mein Kart ja auch schneller und dann mal gucken, ob du damit nochmal knackst. Ja. Also zumindest unter 24 oder sowas. Ich habe die 6 jetzt, ne? 9. Das ist dumm. Aber das haben wir früher auch immer gemacht. Ja. Vor den Clubrennen immer so richtig schön ran mit dem Kopf. Ziel. Jetzt hast du ein Ziel? Ja. Also zwei. Hä, zwei? Zwei? Ja. Ja, siehst du, bist doch gar nicht so langsam. Was hast du denn? Oh, Robert, Pole Position. Ja, ja. Ah, meine Aerodynamik war gestört. Was ein geiles Bild für uns beide. So, ab direkt in den zweiten Turn. Direkt Karts an auf der Strecke und los geht er. So, jetzt fahre ich mit dem Kart, was Jens eben noch hatte, und andersrum. Und ihr seht schon, dass das Kart in der Tat etwas schneller war, weil jetzt fahre ich an dem Jens vorbei. So, aber die Kurve nimmt er ja besser und bumm. Zumindest bremst er da später. Ich habe mich dann nochmal von hinten ein bisschen angeschoben. Robert lässt wieder fleißig vorbei. So, und jetzt folgt die schnellste Runde, die ich mit diesem Kart gefahren bin. So, und mein Ziel war es natürlich, die 24 zu knacken. Ja, hier leider noch 2, 3, 4, 5, 6, 10 cm verschenkt. Auch hier. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es oben links schon eingeblendet. Ja, war das meine neue beste Leistung da in Wismar, 23,901. Im Vergleich zu Jens, der ist auf dem anderen Kart, mit dem ich noch eine 24,2 gefahren bin. Jetzt eine 24,3 gefahren. Ja. Nee, auf jeden. Kartfahren gefällt uns immer. Jetzt hast du den Nachteil, wenn du alle Karts freilässt, vom Motorleistung her, wie willst du die jetzt einstellen? Weil rein theoretisch ist die 1 so 3 bis 4 Zehntel schneller als die 6. Als die. Was bist du gefahren? 9, ne? 13, glaube ich, rausgefunden. Hä? 3 bis 4 Zehntel. Ja. 3 bis 4 Zehntel Unterschied. Fängt damit an, dass du hier nur so ein olles Federsystem hast. Ich weiß, haben wir ja auch. So. Aber wenn die schon am Maximum laufen, das heißt, du müsstest das, was ja schneller ist, wieder langsamer drehen.
Ne, aber wie gesagt, jetzt hättet ihr die Chance, dass die beiden Karts zumindest mal gleich schnell zu machen. Wenn ihr wollt. Ja. Hat auch geklappt mit dem Bremsen da tatsächlich vorher. Ja, siehst du. Und ich habe tatsächlich mal darauf geachtet, ich bremse doch tatsächlich erst ab dem gelben Rundumlicht. Aber bis wie kurz eng dahinter. Man fahren kann, wenn man da tatsächlich einmal kurz die Bremse antippt. Ja, du musst da so rein. Ja, genau, richtig, ja. Dieses Anstellen, ja. Und da hinten? An der Langkurve? Da ist das Kart tatsächlich zu schnell für Vollspeed rumfahren. Habe ich dir gleich Mit der 9 geht das. Habe ich einmal versucht, ging nicht. Du musst tatsächlich links touchieren, dann kommst du rum. Aber schön mal zu hören, dass es auch euch Spaß macht. Ich sag mal, ich denke mal, ihr werdet da ein ganz anderes Bild von eurer Bahn haben. Ist ja, wir müssen einfach mal zu. Ja, kommt immer noch vorbei. Ja, aber. Ne? Wie gesagt, solange die Karts alle in etwa gleich laufen, glaube mir, das erinnert sich keiner mehr dran, wie die Halle war. Ja. Sondern die feiern einfach nur, dass sie ein spannendes Rennen jetzt fahren konnten. Ne? Mal was hinterher schreiben. Aber nur was Positives. So, die Mitarbeiter sind unfreundlich oder so. Ja, die schnacken ein bisschen, aber es sind coole Socken auf jeden Fall. Was heißt denn schnacken? Weißt du doch selber, oder nicht?